Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute sprechen wir mit einer spannenden Persönlichkeit. Johannes Schröder ist bei uns im Podcast. Er ist Autor, Comedian und Lehrer für Deutsch und Englisch. Vielleicht kennt ihr Herrn Schröder mit seinem Programm und Buch World of Lehrkraft. Jetzt steht ein neues Programm und Buch in den Startlöchern, Instagrammatik. Und wir haben mit Herrn Schröder darüber gesprochen, wie es ist, einen kreativen Prozess einzugehen. Wir haben so einen Rundumschlag gemacht über sein Leben und Werdegang, aber auch darüber gesprochen, wie Humor in Schule funktionieren kann, was Parallelen zwischen Bühne und Klassenzimmer sind und was man von dem einen für das andere lernen kann. Wir sind aber auch ein bisschen kritisch geworden und haben auf das Bildungssystem geblickt und geguckt, was kann man eigentlich besser machen und wie ist es eigentlich, eine Verbeamtung zurückzugeben. Für diese und weitere Fragen bleibt gerne dran im Gespräch. Heute mit Gerrit Kubicki, wie immer, und mit Herrn Schröder. Viel Spaß. Herr Schröder, schön, dass du da bist bei Bildungsblick. Hallo Gerrit, vielen, vielen Dank für die Einladung bei euch. Ich habe tatsächlich am Anfang ein bisschen überlegt, weil wir uns ja in den Vorgesprächen geduzt haben, wie das hier im Podcast üblich ist. Und irgendwie habe ich mir immer gedacht, ich muss dich mit Herr Schröder anreden. Ich habe gedacht, wir machen es einfach so wie in der Grundschule. Herr Schröder, du? Du kannst mich gerne siezen. Genau, Herr Schröder, du. Das ist schön, das ist Grundschule. Ja, genau. Vielleicht ist das eine gute Lösung, weil ich habe irgendwie, Herr Schröder, das ist so eine Marke geworden, das braucht es. Also schön, dass du da bist. Ja. Und am Anfang wollen wir natürlich auch von dir ein Hörerinnen-Speed-Dating hören. Du darfst dich selber in einer Minute vorstellen für die Personen, die dich noch nicht kennen. Dafür hast du einfach eine Minute Zeit und wenn du bereit bist, dann kannst du loslegen. Das Speed-Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Hallo erstmal, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin der Herr Schröder. Ich bin eigentlich der Deutschlehrer der Herzen, kann man sagen. Ja, also Schüler sagen zu mir Lauchlehrer oder Korrekturensohn oder Kordjackett-Opfer. Was mir ganz wichtig ist, ich bin Vizelehrer des Jahres. Ja, Wahnsinn. Ich bin Vizelehrer des Jahres und ich habe 12 Jahre Deutsch-Englisch unterrichtet an einem Gymnasium in Süddeutschland. Bin gebürtig aus Berlin und mache seit 7 Jahren Comedy tatsächlich. Ich bin auf der Bühne unterwegs, lebe jetzt in Köln und genau, ich habe also eine dramatische Wandlung hinter mir, quasi vom Klassenzimmer auf die Bühne. Ich sage immer Theater hier, Theater da. Es ist also eigentlich gar kein großer Unterschied und vielleicht gibt es den Weg zurück zum Klassenzimmer auch. Das wäre auch absolut im Lebensplan vorgesehen. Wer weiß. Vize-Lehrer des Jahres. Jetzt muss ich da gleich mal nachfragen, wie kommt das? Ja, weil ist natürlich der Sportlehrer. Ne? Das ist natürlich der, ich mag den. Ne? Das ist, ne? Der ist es geworden und ich war Vize-Lehrer des Jahres. Nein, es ist, ja, Sportlehrer ist halt klar. Ja? Das ist natürlich... die bildungsferne Spaßgurke aus der Turnhalle, da kann ich leider nicht mithalten. Ne? Der Herr vom Mattenwagen, also da war ich immer nur knapp dahinter. Nein, ja, genau, aber doch, sonst hat alles gestimmt bei meinem Speed-Dating. Also ich bin Mitte, Ende, Anfang vom Alter her. Also eine Minute, top, ja. Wunderbar. Haben wir alles abgegrast. Nein, natürlich nicht. Wir machen doch da gleich weiter, was du gesagt hast, weil ich glaube, das ist ja ein ganz spannender Weg, den du da gegangen bist und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen und nochmal erklären, wie kam das denn vom Klassenzimmer, von sozusagen dieser Bühne vor 30 auf die Bühne vor, ich sag jetzt mal, 3000 Leuten, wie war da der Weg? Ich war ja sehr gerne Lehrer, ich habe mit den Schülern immer einfach wahnsinnig viel Spaß gehabt. Ich glaube, ich brauche den Hörerinnen und Hörern, also seid ja viele Lehrer, sind ja viele Lehrerinnen und Lehrer dabei, nicht sagen, dass irgendwie an einem Tag in der Schule irgendwie man wirklich alles durchlebt, was man durchleben kann. Ja, alle gesellschaftlichen Probleme quasi in Miniatur oder nicht in Miniatur vorhanden. Also es war eine unglaublich aufregende Zeit und ich kam tatsächlich mit meinen Korrekturen nicht so richtig hinterher. Da habe ich immer ziemlich so drunter gelitten. Notengebung war für mich ein ganz schwieriges Thema und ich habe dann so nach 10 Jahren gedacht, ich würde gerne für mich ganz persönlich nochmal ein eigenes Projekt versuchen, auf die Beine zu stellen. Und ich hatte immer so diesen Gedanken, so was passiert, wenn man nochmal von null anfängt. Ja, also dieser, es hat auch so ein Experimentiergeist, war so dahinter. Mal gucken, wenn man jetzt
mit etwas nochmal ganz neu beginnt und da ganz viel Liebe reinsteckt, wie beginnt das zu wachsen? Also das war einfach so ein Projekt-Experimentiergedanke. Und das habe ich mit einem Sabbatjahr begonnen. Und allein dieser Schritt war damals für mich schon ein sehr großer Schritt, weil es nicht die Garantie gab, an die gleiche Schule zurückzukommen. Ja. Es hatte schon etwas damit zu tun, dass man seine gewohnten Lebensstrukturen so ein bisschen aufbricht, was gleichzeitig Wunsch war und auch gleichzeitig natürlich sehr angstbesetzt war, weil ich war eigentlich wunderbar eingebunden in meiner Schule, auch privat und im Umfeld und so weiter. Genau, aber stärker war irgendwie dann doch diese Neugierde und Sabbatjahr habe ich benutzt, um mit meiner Bühnenidee, sage ich mal so, zu beginnen. Was es konkret werden sollte, wusste ich nicht. Es war irgendwo zwischen Regieassistenz und irgendwas selber auf der Bühne machen. So, und ich hatte echt diesen naiven Gedanken, wenn man jetzt mal alles nochmal im Leben so losbricht und nochmal von null irgendwie sagt, so mal gucken, was passiert, dass dann das Richtige irgendwie kommt. Ne? Das ist ein bisschen naiv gewesen zwar so, aber ich habe dieses Jahr in Kanada dazu benutzt, mich auf der Bühne so ein bisschen da auszuprobieren. Vor allem dieser heimliche Gedanke, Stand-up zu machen. Ja, also Kabarett-Comedy auf der Bühne. Ne? Solange ich noch an der Schule war, habe ich es einfach, die haben gesagt, ja, du fährst nach Kanada, was machst du denn da? Da habe ich gesagt, ja, ich mache da so ein Bühnenprojekt. Ich mache dieses Improvisationstheater. Da sind ja die Nordamerikaner auch ganz toll drin und da gibt es dann so Schulen. Und ich habe gesagt, das ist so der Hauptgrund, das mache ich mal und dann gucke ich mal, was damit passiert. Das habe ich vormittags dann auch gemacht und abends habe ich mir dann die Stand-Up-Bühnen in Toronto dann angeschaut. Ne? Zunächst mal als Publikum, also ich habe mich da reingesetzt und geguckt, könnte ich das auch? Und habe mir dann so meine erste Bühne rausgesucht, also wo ich dann mal das erste Mal mit meinen eigenen Gags so dastehen wollte. Das hat so 2-3 Monate gedauert und irgendwann habe ich mir dann mein Set auf Englisch zurechtgelegt. Da ging es gar nicht um Lehrer, ne? Da ging es nur so um the German, der Deutsche im Ausland. Da lachen die Leute, gerade also in Amerika, Kanada auch, die Leute sind wahnsinnig lachbereit, sage ich mal. Ne? Wenn der Deutsche sich da über sich selber lustig macht, das ist einfach der Kaste. Beste Bedingungen. Und damit bin ich dann da auf die Bühne und dann kam ein Auftritt und gleich der nächste und so. Alles so offene Bühnen, die es da an jeder Straßenecke gibt, ja, und die es hier in Deutschland auch gibt, aber deutlich weniger. Und so habe ich mich an die Stand-Up-Comedy so rangetastet und einfach nur trainiert und gescheitert und dann wieder, ach komm, ich probiere es nochmal. Und dann ist das eine unglaublich tolle Schule gewesen und hat für mich tatsächlich bis jetzt, bis nach wie vor diesen roten Faden beibehalten, ne? Diesen roten Faden in diesem Projekt. Und genau, und irgendwann dachte ich aber so, gut, ich will jetzt ja hier nicht Karriere machen in Amerika oder in Kanada und habe gedacht, könnte ich das jetzt auch vor der eigenen Haustür? Und dann war ich dann in Berlin und habe dann da, plötzlich kam mir diese Idee, ich könnte ja eigentlich mal ein bisschen was über meinen Lehrerberuf erzählen. Und daraus kamen dann so die ersten Nummern. Ne? Tatsächlich über den Sportlehrer ein bisschen erzählt und über das Reklamheft und über Inhaltsangabe und alle Themen, die wir jeden Tag in der Schule eigentlich durchleben, habe ich dann irgendwie versucht auf die Bühne zu bringen. Genau, und so ist das passiert. Und Wie war das denn dann? Gab es da so den, weil du es ja erst hast du gehört, dass es so ein bisschen auch noch keinem erzählt gehabt. Gab es da so einen Moment, wo das irgendwie auch im Kollegium in der Schule bekannter wurde und wo dann Leute dich auch angefangen haben anzusprechen oder gab es? Ja, ich habe da mal so ein Video aus Toronto tatsächlich mal so einem Kollegen geschickt. Das war so mal so der erste Schritt und da hat mein Bruder mir gesagt, hey, voll cool, du bist ja jetzt auch wieder auf YouTube und so. Ich dachte, na, ja, aber ist doch totaler Schrott. So. Und wenn ich das so zurückdenke, waren das dann so kleine Schritte auch des Mutes, ne, damit nach außen zu treten. So, ja. Nee, das mache ich jetzt so. Und vieles stimmt dann natürlich auch noch nicht. Und damit klarzukommen, war gar nicht so leicht. Ne? Mhm. Also erstmal so dann diese Rückmeldung und ja, du bist ja viel zu aggressiv auf der Bühne oder das ist ja nur Klischee und so. Und sag ich, ja, okay, da ist viel Klischee dabei, das stimmt schon. Und da war auch viel, sag ich mal, Korrektur dann dabei und Selbstreflexion. Und dachte, ja, so will ich eigentlich nicht auf der Bühne sein. Und dann war für ein paar Tage erstmal das gesamte Projekt wieder so gefährdet, ne? Gedanklich. Dachte ich so, was, alles scheiße. Und dann wieder so, nee, irgendwie ist der Kern doch noch der richtige so. Also viel machen, ausprobieren, wieder zurücknehmen und gucken, was ist der Kern, der überlebt. Und da hat sich dann auch, sag ich mal so, Herr Schröder auf der Bühne doch, habe ich mich auch sehr gewandelt. Also ich bin immer weicher geworden auf der Bühne, immer durchlässiger. Ne? Am Anfang habe ich so mal so ein paar Kevin-Justin-Gags rausgehauen, für die ich mich dann rückblickend schämen würde. Aber es ist das, was mir auf der Bühne erstmal so eine gewisse Kraft
so verliehen hat irgendwie und die weicheren Töne anzuschlagen und die ruhigeren und so und auch mal einen nachdenklichen Gag machen oder so, da braucht man mehr Selbstbewusstsein, ne, als irgendwie so zynisch auf der Bühne sowas rauszuhauen. Von daher ist das eine Entwicklung. Das finde ich super spannend, dass du das jetzt so beschreibst. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viel Mut erfordert und auch diese Reflexion, die du beschreibst, dass du dir immer wieder auch, die von außen hast, Feedback holen können und dann aber auch selber so darüber nachgedacht hast. Es klingt so ein bisschen auch so, wie ich es jetzt gerade im Referendariat erlebe. Ich habe das Gefühl, dass man auch so ein Stück weit von sich irgendwie preisgibt. Und war das eine zweite Entwicklung? Also hattest du so eine Entwicklung als Lehrer und dann nochmal als Comedian? Völlig identisch, kann ich fast sagen. Ja? Also vor allem, was so emotional in einem abgeht, ist das ganz ähnlich. Also dass man beurteilt wird, dass man sich im Grunde, dass man sich da so frei etwas zeigt. Also selbst wenn ich eine Unterrichtsstunde, wenn ich selber unterrichte und dann sitzt da hinten einer, der da an seinem Klemmbrett irgendwas mitschreibt, ja, und du denkst sofort, ah Mist, das war jetzt zu, was weiß ich, das war jetzt falsch in die Richtung, hier war ich viel zu nah am Schüler dran, hier war ich viel zu wirsch zum Schüler, unwirsch, wie auch immer, und hier war ich nicht gut in der Reflexion und so weiter. Also ständig habe ich da, wenn da jemand dann hinten saß und mitgeschrieben habe ich sofort diese Doppelbödigkeiten, habe ich sofort auf mich bezogen und so. Also ich fand das schrecklich, dieses beurteilt werden. Und dann Tag für Tag wächst dann trotzdem, denkt man, ja, irgendwie stimmte das vielleicht und dann macht man es am nächsten Tag nochmal anders und so. Genau so war es. Es war eine permanente Schulung der Beurteilung und der Selbstreflexion und auch dieses komplette Scheitern so, ne, so, ich kann das gar nicht, das geht gar nicht. Und dann, und genau vielleicht ähnlich so, dass man dann trotzdem so merkt, nee, aber dieser Kern, dieser eigentliche Wunsch, Lehrer zu werden zum Beispiel, der ist ja irgendwie immer noch da. Ja, und so, und die was ist so der Kern der ganzen Angelegenheit, ne? Weiß ich nicht, vielleicht zum Beispiel die Beziehungsebene zu den Schülern, nee, das stimmt ja eigentlich immer noch, ja. Und da so, und das hat irgendwie immer überlebt, ne? Und dann kann man mal sagen, okay, die Stunde war richtig vergeigt und hier gab es keine Ergebnissicherung und so. Aber genauso wie du sagst, war es. Also es ist diese eine zweite krasse Schule, wo man sich auch manchmal so komplett zerstören lässt, mal ganz kurz und sich dann wieder so neu aufrappeln muss. Ich hatte viele Auftritte, die auch richtig kacke waren, wo null Reaktion waren, wo ich mich geschämt habe. Ne? Also dieses, gab es gar keine Frage. Ne? Und und dann geht es irgendwie doch weiter. Das ist schon spannend. Genau wie im Lehrerberuf eigentlich auch. Also ich hatte auch mal eine 9. Klasse, da stand ich irgendwie so an der Wand. Da war ein Schüler, der einfach sehr weit war in der Entwicklung und der einfach mich komplett in Frage gestellt hat. Ja, und dem hatte ich nichts entgegenzusetzen damals. Ne? Da stand ich dann wirklich mit dem Rücken zur Wand. So kam es mir vor. Ne? Also die Schüler haben das vielleicht gar nicht so gemerkt, aber und dann so kurze Verzweiflungsmomente und dann kann man das irgendwie mit jemandem reflektieren oder so und dann geht's weiter. Ich finde auch ganz schön, was du sagst, ist diese Besinnung dann wieder auf das, worum es dann eigentlich geht, so nochmal zu schauen, so okay, jetzt vielleicht ist es mit diesem Schüler, vielleicht ist es in dieser Situation, aber was sind denn eigentlich die Sachen, die ich da mitbringe und die ich auch kann? Ja. Das erlebe ich auch als sehr hilfreich, mir das immer wieder auch vor Augen zu halten. Ja, und wo liegt so die eigene Stärke auch? Also ich hatte mich jetzt gerade jemand gefragt, so fandest du denn die Elternsprechtage auch so schlimm? Und da sagte ich immer, nee, die Elternsprechtage fand ich zum Beispiel wirklich immer schön für mich jetzt. Ja, weil da hatte ich so ein Gefühl, da war ich irgendwie in meiner Kompetenz. Also ich konnte immer gut so Familiensituationen so beobachten und begleiten und so analysieren für mich. Und da dachte ich immer so, nee, da, das ist so eine Sache, da fühle ich mich total kompetent drin. Und wenn man darauf schaut, da kann man, ist dann irgendwie immer sofort wieder alles klar. Dass man sich da nicht so kaputt machen lässt. Also, also diese Unterrichtsbesuche zum Beispiel, die waren ja wirklich manchmal wirklich heftig. Also dass man da, und das kann man Gott sei Dank nach dem Referendariat, finde ich, viel, viel mehr selber gestalten. Ne? Dein eigener Beziehungsaufbau zu den Schülern und deine eigenen festen Prioritäten im Unterricht und so.
Jetzt, so abgesehen von der Entwicklung, die du da jetzt quasi zweimal durchgemacht hast, gibt es noch irgendwie so, ich kann mir vorstellen, dass es auch andere Parallelen gibt noch zwischen Bühne und Klassenzimmer. Ja. Und ich wollte jetzt mal fragen, ob es Dinge gibt, die du jetzt so aus deiner Bühnenzeit mitgenommen hast, die du eigentlich ganz gerne auch schon am Anfang deiner Lehrerzeit gewusst oder gekonnt hättest. Absolut. Und zwar, also der Schritt vor eine Klasse und der Schritt vor ein Publikum, was in einem Theater ist oder so, eigentlich ist es wirklich auch ein identischer Schritt. So, ja, ist egal, ob da jetzt 30 Schüler sitzen oder ob da 300 Leute sitzen. Für mich, von meiner Haltung, da macht das keinen Unterschied. Das Wichtigste ist die innere Klarheit, mit der ich vor diese Leute trete. Die innere Klarheit, mit der ich diesen Schritt ins Klassenzimmer mache. Ja, und was ich mit Klarheit meine, ist erstmal so eine emotionale Klarheit, also dass man nicht irgendwie mit dem Kopf ganz woanders ist, ja, dass man, keine Ahnung, nicht erst im Gestern ist oder im Morgen, dass man aber auch nicht so eine Stunde runterreißt wie eine Performance, ja, als wäre es quasi jetzt und das, sondern genau, und diese Auftritte sind bei mir jetzt auf der Bühne immer schief gegangen, wenn ich dachte, ich müsste jetzt mit Kraft und mit Druck die Sache hier durchhauen, ja, ne? Sondern dann ging das Programm über die hinweg und haben die gemerkt, so, was geht denn mit dem da vorne ab, der ist ja überhaupt nicht im Hier und Jetzt, so, ja, und hat nie funktioniert, wenn ich es als Performance gesehen, ich habe mir Mantras dann so angeeignet, dachte ich, jetzt mach es nicht zu einer Performance. Ja, geh einfach auf die Bühne und spür erstmal, wo sind denn so die Leute? Guck dich mal einmal auf der Bühne um, einmal erstmal tief durchatmen und eine gewisse Präsenz erzeugen. Man sagt ja immer so, diese Bühnenpräsenz und was diese Bühnenpräsenz eigentlich ist, und das ist genau Klassenzimmer, Bühne, genau identisch. Präsenz heißt immer, dass du bei dir selber erstmal angekommen bist. Dass es eben keine Performance ist, sondern dass man für sich klar ist, dass man sich nicht vornimmt, heute bin ich mal besonders streng oder heute bin ich mal besonders lustig. Keine Ahnung, also es ist, also eine innere Klarheit und eine Klarheit der Haltung, das ist so für mich das Wichtigste. Auch wenn ich auf die Bühne gehe, dann mache ich mir so, habe ich immer noch so ein Mantra, auch so ein Dankbarkeitsmantra sozusagen. Ich darf das heute. Und ich muss hier nicht die riesige Performance abliefern. Und das hilft mir einfach in der direkten Kommunikation. Dann wird es irgendwie klarer und direkter. Und Bühnenhaltung ist für mich im Klassenzimmer und auf der Bühne sehr, 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 sehr ähnlich. Mit welchem Gefühl trete ich über die Schwelle? Bevor ich über die Schwelle trete, einmal innehalten und ne, das ist nur Sekunden, das ist im Grunde so ein Schalter, den man irgendwie so umschlägt und sagt, zum Beispiel mal alle Vorurteile mal kurz wieder wegwischen, ja, die Vorurteile über die Klasse, die Vorurteile über Kevin, Justin, Chantal, ne, mal einfach mal wieder alles mal kurz auf Reset drücken und wieder neu beginnen. Ich hatte mein Publikum auch ganz oft so vorverurteilt, ja, ne, okay. Bin ich so hin, also ich habe die dann so von Weitem gehört, dachte, boah, da war so ein tätowierter Typ in der ersten Reihe und da sind so Neureiche in der zweiten Reihe und so Sekttrinker in der dritten Reihe und weißt du, so total, und das ist das Düsseldorfer Publikum und das sind die verstehen die Gags sowieso nicht, wir sind hier auf dem Land und tausende von Vorurteilen hatte ich, ne, immer die ich vorher schon so schräg im Kopf drin hatte, ne, und die haben sich nie erfüllt und diese Vorurteile nochmal kurz zu löschen, das ist genauso wie im Klassenzimmer, ja, mit welchen Gedanken gehe ich ins Klassenzimmer, mit welchen Vorurteilen, mit welchen Vorverurteilungen und so, also von daher ist es ganz identisch. Ich finde es super spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich jetzt so ein bisschen auch glaube, mehr zu verstehen. Ich habe mir so ein paar Ausschnitte angeguckt von den Programmen, die du so machst, und ich habe das Gefühl, dass das im Vergleich zu anderen Comedy-Auftritten, die ich sonst so gesehen habe, sehr auch interaktiv ist. Also du bist ja irgendwie immer dabei, dass du die Leute auch raussuchst. Und ich habe erst gedacht, da kommt das Unterrichtsgespräch noch durch, da ist so der Lehrer noch da. Aber vielleicht erklärt sich das auch für diesen Hintergrund, dass du sagst, du willst da irgendwie nicht so eine Performance abliefern, sondern halt dich auch auf die Situation einstellen. Ja, und ich habe gemerkt, ich habe dann immer so ungefähr 10 bis 12, 15 manchmal Publikumsleute, mit denen ich so Interaktion mache in so einem Programm. Und ich lerne dann die Namen, ne? Ich habe die 12 Namen habe ich dann am Ende drauf. Und wenn ich nicht, sage ich mal, bei mir war, wenn ich irgendwie mit den Gedanken woanders war oder wenn ich so im Performance-Trip drin war, dann konnte ich mir diese Namen partout nicht merken. Ja. Und das ist so völlig klar, weil dann rennt der Kopf, rennt irgendein Programm ab, aber nimmt die Situation, die um ihn herum ist, nicht wahr.
Und wenn ich auf die Bühne gegangen bin und mir erstmal nur hier Marvin, der Erste, der mitmacht, ja, kann er wackeln, ne, so, mit dem habe ich eine Interaktion und dann nehme ich nur den Marvin wahr und dann gucke ich mir den an und dann habe ich wirklich ein Gespräch mit dem und halte so mal ganz kurz so inne und bin nicht schon wieder drei Gags weiter, sondern rede tatsächlich mit dem Marvin, dann habe ich viel, viel leichter das Gefühl gehabt, diese Namen dann auch wirklich zu lernen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, und dann merkt das Publikum auch, hey, das ist ja tatsächlich hier eine Interaktion, also es ist ja wirklich ein Gespräch und ist nicht nur die Rampe zum nächsten Gag. So. Mhm. Ja. Und das ist immer, da war für mich so der Gradmesser, ne? Wie gut kann ich mir an dem Abend die Namen merken? Und wenn ich das gut konnte, dann habe ich gemerkt, okay, ich bin hier tatsächlich gerade präsent, so, ne? Körperlich, ja. Geistig und so. Und glaube ich, echt auch ganz gut aus Klassenzimmer übertragbar, ja. Also da von dem, was wie du sprichst, kann ich gleich ganz viele Parallelen ziehen. Ich bin generell schlechter drin, den Namen von den Schülerinnen und Schülern zu merken. Aber vielleicht liegt das genau auch daran, dass ich als Anfänger eben so genau diese ich habe diese Stunde im Kopf, ich habe das Ziel im Kopf, das ich erreichen will und nicht die Klasse. Ja, das ist die Kunst. Aber das ist tatsächlich eine ganz große Parallele, so diese innere Haltung. Mit welchem Gefühl gehe ich daran? Gehe ich mit einem inneren Lächeln in die Klasse? Ich darf das heute. Mir sitzen heute 30 Fünfklässler. Ich habe das mal so wirklich so gedacht in Offenburg am Gymnasium noch. Da saßen dann so jeden Morgen diese 30 süßen Fünfklässler vor mir und gucken einen strahlend an. Ja, und da dachte ich, hey, was ein Geschenk eigentlich. Ja, die sitzen da, die sind fertig gefrühstückt, die meisten angezogen und die meisten haben auch ihre Hausaufgaben. Und so gucken einen strahlend an, denkst du so, okay, so und du verbringst jetzt mit denen da eine gemeinsame Zeit und so. Und das, ja, im Grunde ist das manchmal nur so ein Mental-Ding, so ein Schalter im Kopf, den man so umlegen kann in Richtung, dass man sich mal so beobachtet, ne, mit welchem Gefühl trete ich über diese Schwelle so. Ja, voll gut. Vielen Dank für diese Eindrücke, die hoffentlich auch den Leuten da draußen nochmal so ein bisschen so verdeutlichen, was so da auch die Parallelen sind und mir auf jeden Fall schon sehr viel weitergeholfen haben. Ich mag ein bisschen mit dir weitergehen und nochmal in diese Richtung fragen. Du hast ja schon dein Programm auch irgendwie zu deinem Beruf gemacht und hast jetzt deinen Beamtenstatus abgegeben. Und das ist auch irgendwie eine Sache. Letzten Endes ist das ja eigentlich das, wo jeder Lehrer immer so hinterher ist. So, es geht dann um die Verbeamtung, um die Lebenszeitverbeamtung. Jetzt, wie funktioniert es, dass man sowas zurückgibt? Und wie bist du auch zu der Entscheidung gekommen, zu sagen, das willst du jetzt nicht mehr? Also mir war damals die Verbeamtung auch sehr, sehr wichtig. Dachte ich so, ich habe jetzt eine Urkunde, das ist mein Status im Leben. Und klar, die Privilegien waren mir vielleicht gar nicht so wichtig, aber vor allem so dieses Ding, so das bin ich jetzt, ne? dass man das nochmal klar dokumentiert sieht, ja, haptisch mit so einer Urkunde. Und wenn mich jemand fragt, dann sage ich das einfach, das bin ich. Und dadurch hat man schon mal viele, viele weitere Fragen, kriegt man dann gar nicht erst so. Und dieser Prozess, mich dann davon zu lösen, der ging auch sehr, sehr lange. Ich war ja dann 7 Jahre beurlaubt. Ja, ich habe mich immer wieder neu beurlaubt und daran siehst du schon, wie lange ich damit eigentlich auch gehadert habe. Und jetzt gerade vor so einem halben Jahr etwa habe ich dann diese Entscheidung treffen müssen, eben entweder zurück in den Beamtenstaat, also zurück an eine Schule innerhalb des Beamtenwesens oder ich muss mich eben entlassen lassen. Und der ausschlaggebende Punkt für mich war, ich wollte nicht mehr in diese Situation geraten, wieder Schüler Noten geben zu müssen und sie bewerten zu müssen. Ich wollte auch keine Korrekturen mehr machen. Vor allem, es gab ja mal so ein Schlüsselerlebnis, habe ich mal schon mal irgendwo an anderer Stelle erzählt, wenn die Schüler so fragen, Herr Ströder, auf welcher Note stehe ich und so. Und da habe ich immer schon sehr Bauchschmerzen gekriegt und damit so gehadert. Wie gesagt, so ich habe keine Ahnung, ja, ich nenne ihn mal Marvin, ich habe keine Ahnung, auf welcher Note du stehst. Also das wäre die ehrlichste Antwort, die man geben müsste, glaube ich, wenn ein Kind einem das fragt, auf welcher Note stehe ich, ja, mit diesen strahlenden Kinderaugen. Die ehrlichste, also wenn man jetzt, man hat jetzt die Möglichkeit, entweder bist du ehrlich als Lehrer, ja, und sagst dann so, weißt du, Marvin, ich habe selber keine Ahnung, auf welcher, es gibt keine Objektivität. Das ist ein Ratespiel, was wir da machen. Das ist eine ganz grobe Einschätzung und es hat aber nichts mit dir zu tun. Und mir hat das immer unglaublich so missfallen, ja. Ich habe dann auch nicht drauf geantwortet, ja. Ich wollte den Jungen in diesem Fall nicht in dem Glauben lassen, dass dieses Notensystem tatsächlich ein real existierendes, objektives und valides Konstrukt ist. Sondern was hast du denn gesagt?
Ich habe gesagt so, keine Ahnung, ich habe so gesagt, so Marvin, erstmal, ich habe keine Ahnung, habe ich ihm gesagt. Dann hat er mich so angeguckt, so, hey, Herr Schröder, Sie sind doch der Lehrer, Sie müssen doch das wissen. Also ich habe es irgendwie so ein bisschen unterminiert, halt dieses Thema. Und da habe ich schon so gemerkt, so eventuell kann ich das nicht ewig machen. Hm. Ja, ich habe es im Grunde selber irgendwie so gebrochen, habe gesagt, Gegenfrage, lieber Marvin, Gegenfrage, was hat dir denn heute, gestern oder in den letzten Wochen am meisten Spaß gemacht? Wo hast du denn gemerkt, dass du was gelernt hast? Was hat dir denn in den letzten Wochen am meisten geholfen? Und dann hat er so gesagt, so, ja, das und das war cool und das war cool. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe gemerkt, du hast richtig cool mitgemacht in den letzten Monaten. Das hat total Spaß gemacht. Und merkst du nicht selber, wie gut du mitmachst, wenn das und das der Fall ist oder wenn das und das nicht der Fall ist? Und sagte, ja, doch, stimmt. Und so, ja, genau. Und ja, und die Note, ja, keine Ahnung, aber konzentriere dich doch mal da drauf. Ich habe irgendwie so drüber rumgeredet und ich habe wirklich in diesem Moment die Empfindung gehabt, dass wenn ich jetzt das, und wenn der Junge immer noch auf die Note warte, dann hätte diese Note alles, was ich sonst gesagt hätte, zerstört, mehr oder weniger. Ja. Ja? Wenn ich dann sage, ja, und übrigens, das ist eine 2 bis 3. So, dann hat er die 2 bis 3 quer im Kopf hängen und hat irgendwie eventuell im schlimmsten Falle das, was ich ihm sonst gesagt hätte, hätte dann gar nicht mehr so die Bedeutung, weil er sieht sich festgelegt auf ein objektives Ding, was natürlich nur ein Hilfsmittel für uns ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man kann auch mit Benotung ein hervorragender Lehrer sein oder Lehrerin sein. Es ist jetzt auch nicht alles Teufelszeug. Ja, hängt unglaublich stark davon ab, wie man diese Note kommuniziert. Ja, ich gebe dir jetzt die 2 bis 3. Wenn man schon wenigstens sagt, das ist eine 2, wenn man nicht sagt, das ist eine 2 bis 3, sondern ich gebe dir diese Note jetzt. Ich bewerte das mit einer 2 bis 3. Das kann aber morgen ein Lehrer ganz anders bewerten. Ja, das ist so, das muss man unbedingt dringend so kommunizieren. Ich glaube, wir dürfen wirklich nicht sagen, das ist jetzt hier eine 4- oder so. Das ist keine 4, das ist jetzt unsere Bewertung aus den und den Gründen so, ne, dass die Schüler sich nicht da geneigt sehen, sich wirklich damit zu identifizieren. Es ist die Note, die wir geben müssen. Was halt viel, viel wichtiger ist, ist natürlich die Reflexion über das, was hat mir geholfen, was macht mir Spaß, wie lerne ich. Genau, und in diese Form in diese Form des Systems möchte ich ungern wieder zurücktreten, weil ich weiß, wie es mir damals Bauchschmerzen wirklich bereitet hat. Ja, ich habe so mit Ach und Krach habe ich dann diese Notenlisten ausgefüllt, ja, und habe die immer als allerletzte abgegeben, weil ich dachte, oh, das muss ich dem dann eine 3 geben oder eine 2. Und ich habe hin und her das gewendet und was ist es jetzt für eine Note? Und da dachte ich, nee, da finde ich für mich andere Wege der pädagogischen Arbeit, die mir auch wichtig ist. Also das ist gar keine Frage. Und ich werde das auch finden und bin da jetzt auch gerade dabei, andere Wege der pädagogischen Arbeit für mich zu erschließen und zu finden. Also im Moment ist dann natürlich noch das Programm wichtig und dann werde ich sehen, wie ich weiterarbeiten kann. Ja, nicht dieses unterrichtliche Bewerten, so, das ist mir einfach nicht meins gewesen. Dann habe ich mich entlassen lassen, genau. Jetzt, was sind denn so Punkte, die du da für so weitere pädagogische Arbeit auf jeden Fall wieder machen möchtest oder Punkte, wo du auch sagst, das vermisst du an Schule gerade ungemein, das fehlt dir und geht dir gerade ein bisschen ab? Genau, also was ich sehr vermisse, tatsächlich ist so diese Langzeitbetreuung von Schülern, ne? Also dieses mit denen Zusammensein. Und ich habe jetzt einen Verein gegründet, der nennt sich StudyMate, also von Lernbegleiter StudyMate. Und wir fördern Schülerinnen und Schüler, die jetzt durch Corona sich besonders abgehängt fühlen, die einfach einen großen Nachholbedarf haben und die auch ja in den letzten Monaten einfach irgendwie eventuell das Gefühl haben, die kommen damit nicht weiter mit sich oder die haben den Anschluss an ihren Lernfluss verloren. Ja. Und dieser Verein StudyMate, wir jetzt gründen wir, das heißt mit einer Online-Nachhilfeschule. Aber der Verein sammelt Geld von Stiftungen und diese Online-Nachhilfeschule, mit denen ich sehr eng verbunden bin, aus Düsseldorf, die übernehmen dann die Online-Betreuung der Kinder. Das ist so eine Lernpatenschaft. Ne? Diese Kinder haben dann eine regelmäßige Hausaufgabenkontrolle und im Grunde einen Study-Mate an ihrer Seite. Ja, und da haben wir jetzt gerade eine Schülerin besucht in Süddeutschland, die tatsächlich auch in einem Flüchtlingsheim lebt und die hat dann von uns da diesen Unterricht bekommen, diesen digitalen Unterricht. Da haben wir ihr das alles erklärt, wie das funktioniert und sie ist quasi die erste Schülerin, die das bekommt. Cool. So, und das kriegen die Kinder natürlich umsonst über ein Stipendium. Ne? Der Verein sammelt Geld und diese Online-Nachhilfeschule wickelt das ab. Und ich habe dann mit dieser Schülerin auch so ein bisschen Unterricht gemacht und das war schön. Also das ist genau das, was ich will.
will. Ich sehe, wenn ich mir das jetzt so in die Zukunft projiziere, dann denke ich, dass ich in diese Richtung noch viel, viel mehr machen möchte. Schön. Ja, und im Grunde mein Wunschziel ist es eigentlich dann wirklich, so schulübergreifende Theaterprojekte zu machen. Genau, ich bin ja leidenschaftlicher Theaterpädagoge und da glaube ich immer noch so fest dran, dass man über so einen künstlerischen Weg plötzlich Zugänge findet, die eben so dann normaler Unterricht einfach nicht herstellen können. Super spannend. Dann bleiben wir als Verband da auf jeden Fall auch dran und gucken, dass wir mitbekommen, was du da alles so machst, weil wir uns natürlich auch immer über neue Ideen freuen und auch immer wieder schauen, dass wir da an Ideen kommen und uns selber da bereichern können. Das klingt super interessant. Ich mag an der Stelle jetzt eine Runde oder Fragen einschieben. Oh ja, und ein bisschen streu rein. Die Fragendichte erhöhen. Du bekommst Antwortalternativen präsentiert, entscheidest dich dann für eine und dann nochmal kurz sagen, warum. Und ich habe jetzt mal für heute drei Stück mitgebracht. Dann let's go. Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder, deine Wahl. Die erste Frage. In der Pause warst du da der Typ Lehrer, der sich so ins Lehrerzimmer setzt und dann mit den Kolleginnen und Kollegen über die Schüler ablästert? Oder warst du eher so der soziale Rückzieher, der sich auf dem Klo versteckt, um ja nicht mit anderen reden zu müssen? Ich war eher der soziale Typ, der sicherlich auch gelästert hat hier und da mal. Oder einfach dieses spontane über die Türschwelle treten und erstmal kurz so, boah. Weißt du, so, oder die Tür des Lehrerzimmers zumachen und dann nur noch das Klopfen der Schüler. Ne? Ich sage immer so, das sind immer so diese Vietnam-Flashbacks, die man dann so hat, wenn die Schüler draußen noch klopfen. So, boah, da sind sie wieder. Ich war eher der dann an der ungewaschenen Lehrerzimmer-Kaffeeküche gestanden hat. Und ich glaube ein bisschen gelästert, ja, wahrscheinlich schon. Ich befürchte, du hast recht. Und herrlich, ja, ist doch gut. Okay, nächste Frage. Netflix oder Videowagen? Gerrit, das ist super, dass du mich das fragst. Ich bin ein leidenschaftlicher Befürworter des Medienwagens. Ja. Harry, fahr schon mal den Medienwagen vor. Ich bin Medienwagen, hoch und runter, der VHS-Rekorder. Ne, also wirklich, ich liebe den. Ich habe tatsächlich mit Netflix, das ist für mich einfach, ich komme da nicht mit hinterher. Ich habe auch selber gar kein Netflix, ganz ehrlich. Ich bin noch so ein Medienwagen-Typ. Die Schüler haben ja mal die Fernbedienung vom VHS-Rekorder mit dem Taschenrechner ausgetauscht. Da war ich eine Stunde beschäftigt, bis ich das rausgekriegt habe, wie das Ding funktioniert. Auf jeden Fall Medienwagen. Wichtig beim Medienwagen immer, das weißt du, dass da immer so eine kaputte Rolle dran ist, dass man den gar nicht richtig schieben kann. Weißt du, wie so ein kaputter Einkaufswagen, so durch den Mittelgang durch. Der Medienwagen, das ist schon was. Den gibt es wahrscheinlich schon noch hier und da. Ne? Ja, auf jeden Fall, den gibt es noch. Also ich habe den jetzt gerade an Schulen erst wieder gesehen. Ich frage mich dann jetzt auch, hast du einen zu Hause auch? Also so extra für das Gefühl? Ich habe einen Umweltprojektor zu Hause. Den habe ich unten im Keller stehen. Mit dem mache ich immer welche Blödsinnsvideos. Ein Umweltprojektor ist auch so ein... Damit waren wir Lehrer wirklich technisch komplett ausgelastet, muss man einfach so sagen. Also mit dem VHS-Rekorder, ich habe mir den wirklich in der Hofpause immer selber erstmal vorinstalliert. Damit ich, wenn dann die Stunde beginnt, damit ich dann ganz lässig auf Play drücken kann und alles funktioniert. Aber es war natürlich als Schüler großartig, wenn man wusste, der Lehrer braucht jetzt erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann geht der Unterricht erst los. Das ist doch bis der Medienwagen da, genau. Und dann wird auch sowieso nur ein Film geguckt. Ne? Genau. okay, dann kommen wir zur letzten Oder-Frage. Mhm. Und die zielt auf was ab. Das hast du vorhin schon ganz kurz angesprochen. Ich mag dich aber nochmal explizit fragen. Ja. Wer ist denn der bessere Mensch? Der Deutschlehrer, die Deutschlehrerin oder der Sportlehrer, die Sportlehrerin? Krass, ey. Da sich entscheiden zu müssen. Der bessere Mensch, das ist natürlich, ich glaube, nein, die Sportlehrer sind auf jeden Fall, ich glaube, die haben irgendwie mehr Lebensbejahung so drin, manchmal denke ich. Die können, und das ist auch, also die können einfach dieses Schulwesen, bei uns haben die das extremst so positiv gestaltet, weil die einfach so eine Macher waren, ja. Mhm. Denen lagen nicht irgendwelche Korrekturen quer im Kopf und so diese ganze Weltschwere, ja, so dass, das und jetzt und der kann immer noch nicht und weißt du, so die Rechtschreibung und so, das, die Themen waren einfach so ein bisschen, anders und die konnten dann wenigstens, die haben dann Schulfeste organisiert und noch ein Grillen nach dem Elternsprechtag wurde noch gegrillt, ja, da hast du schon das Grillfleisch gerochen, da hatte ich noch nicht mal das erste Gespräch angefangen und da fingen die schon an zu feiern.
Und dann waren wir alle, wenn wir alle fertig waren, haben wir dann da ein Bier aufgemacht und so. Nein, es waren Anpacker. Ja, und super Pädagogen, also gar keine Frage. Es ist natürlich nur im Grunde nur ein Neidthema, was ich da verarbeite. Ne? Nee, das war jetzt natürlich auch eine gemeine und provokante Frage. Das muss jetzt auch nicht alles so ernst genommen werden. Aber ich habe gedacht, ich spreche es nochmal an, weil es doch immer wieder vorkommt. Auf jeden Fall danke für diese Runde oder Fragen. Ich würde an der Stelle sagen, wir kommen in Teil 2 unseres Gespräches und würde da mit einem Zitat anfangen, nochmal zum Thema Noten. Du hast vor kurzem gesagt, ich lese mal vor, ich zitiere jetzt, die Noten sind ein Konstrukt, eine Selbstlegitimation für das System Schule, ein höchstfragliches Druck- und Vergleichsmittel, deine Auslassung und dann der große Aufruf von dir, zertrümmern wir die Notenspiegel, Scherben bringen Glück. Klares Statement und wie ich finde auch jetzt was, wo ich mich irgendwie gefragt habe, wirst du jetzt auch ein bisschen politischer? Also vom Programm her hatte ich bisher so den Eindruck, es ist natürlich auch irgendwo politisch, weil du auch immer Missstände aufzeigst, sowas wie mit diesem Medienwagen, der immer noch da ist. Aber ist das auch so eine Ansage, dass du jetzt da mehr in politischere oder fordernde Richtung gehst? Ich glaube, der Anlass für diese Aussage war, dass während diese Pandemiekrise jetzt so drastisch gewesen ist, dass die Kultusministerien natürlich ganz klar gemacht haben, es wird geprüft, ja, die Prüfungen finden statt. Es wurde natürlich das Abitur durchgezogen und so weiter. Also die erste Reaktion war, dass dieses Konstrukt beibehalten wird. Ja. Und dann habe ich so überlegt, wir haben so eine globale Krise und es ist bröckelt so an sehr, sehr vielen Stellen. Und die Reaktion der Ministerien ist, wir prüfen. Und da habe ich so überlegt, irgendwie ist mir so klar geworden, also natürlich prüfen die, weil das ist, was sie können. Das ist etwas, was über Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte, ein eingespieltes System ist. Da sind sie perfekt drin, ja, die Ministerien. Im Durchschnitte errechnen, im Zertifizieren, die Übergangsberechtigung zu geben für die nächste Schullaufbahn. Ja, also die Gralshüterfunktion über das, was Schule zu sein hat. Also Legitimation. Du darfst und du darfst nicht. Das ist diese Hauptfunktion, die sie übernommen haben und das können sie auch sehr, sehr gut. Ich glaube, wir könnten sogar nach einem Atomkrieg würde am nächsten Tag noch der Erwartungshorizont fürs Abitur im Fach liegen. Ja, da könnte, egal was passiert, das funktioniert. Natürlich besinnen sich die Kultusministerien genau da drauf, auf das, was sie können. Stell mal vor, alles bricht zusammen. Du machst das, was du kannst. Ich habe aber trotzdem so gedacht, dass in dieser Zeit sicherlich auch noch andere Dinge sehr, sehr wichtig gewesen wären. Also gerade diese Frage, wie wollen wir in Zukunft lernen? Wie leben wir in Zukunft? Wie arbeiten die Menschen in Zukunft? Immer noch werden bei Klassenarbeiten oder Klausuren die Tische auseinandergeschoben. Immer noch darf man keine Hilfsmittel benutzen. Immer noch werden diese Scheuklappen hochgefahren. Ja, kein Abschreiben, keine Kollaboration. Das ist, wenn man mal in die Arbeitswelt guckt, eine völlig fremde Situation. Ja? Keine Hilfsmittel benutzen, keine Kollaboration. Das ist genau das Gegenteil, ist gefordert. Du musst mit 1000 Hilfsmitteln klarkommen in der Welt, in der Arbeitswelt. Du hast alles, das Internet, kannst alles benutzen. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was machst du mit dieser Menge von Informationen? Ja. Ja? Wie filterst du es? Wie bereitest du es auf? Und es ist auch nicht die Frage so, ob du jetzt abschreibst mit dem anderen. Nee, komm mit deinem Lernpartner oder mit deinem Team gut zurecht und findet gemeinsam eine kreative, eine gangbare Lösung. Macht es so, dass jeder Einzelne sein Kompetenzgebiet findet, stimmt euch ab und geht einen Schritt weiter. Also so ist die Arbeit, so ist die Arbeitswelt immer mehr. Ich habe mit einigen Startup-Unternehmen zu tun, ja, und sehe, wie modern die da arbeiten, ne? Also nicht nur digitalisiert und mit Social Media und so, aber wie es selbstverständlich ist, dass man in diesen Teamstrukturen denkt und arbeitet und sich voneinander lernt. Und wir sperren an Klausuren die Kinder immer noch in diese Einzelleistung. Ja? Warum Einzelleistung? Weil nur diese Einzelleistung vergleichbar ist und bewertbar ist. Und da sind wir wieder bei dem, was die Kultusministerien am besten können. Sie können zertifizieren, sie können vergleichen. Eine Arbeit, die ich mit 3, 4 anderen Schülerinnen und Schülern mache, die ist natürlich nach dem Schema, wie wir es jetzt haben, nicht bewertbar oder schwer bewertbar. Wie will man ein gemeinsames Referat oder ein gemeinsames Projekt am Ende bewerten? Was hat jetzt der Justin gemacht? Was hat die Marisa gemacht? Was hat der Leon gemacht? Das heißt, da müsste man ganz andere Strukturen entwickeln. Ja?
Eventuell müsste man ganz von der Bewertung absehen oder müsste irgendwie vertrauen, sagen, Herr Leon wird schon seinen Teil dazu beigetragen haben. Aber die Prüfungen werden natürlich so gemacht, dass es am Ende vergleichbar ist. Und dann wird der Unterricht auch so gemacht, dass es vergleichbar wird. Naja, okay, jetzt habe ich lang gelabert, aber ich glaube, dass wir über die Prüfungskultur nachdenken müssen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir auch andere Prüfungen und Prüfungsstrukturen deutlich kräftiger implementieren und nicht nur auf diese Einzelleistung uns, ja. Und wir müssen, glaube ich, wenn es nicht mehr um Einzelleistung geht, dann müssen wir uns auch von der Vergleichbarkeit verabschieden. Und das ist, da geht eben eins nach dem anderen flöten sozusagen. Und ich glaube, das tut gerade dem ganzen System sehr, sehr weh. Mhm. Ja, weil sich eben natürlich dieses System immer noch, wie gesagt, als diese Gralshüterfunktion ansieht. Wir entscheiden, wer darf und wer nicht darf. Und deshalb ist dieses Beharren so stark, dieses Beharren an diesen alten, Strukturen. Ich würde jetzt nicht davon sofort sagen, alle Noten abschaffen. Ich bin jetzt gar nicht so ein radikal denkender Mensch, aber ich denke, dass wir mit Ziffernoten insgesamt den Schülerinnen und Schülern nicht gerecht werden. Und es wäre sehr, sehr, glaube ich, sehr, sehr an der Zeit, andere Bewertungen mit hineinzubringen, sogar im Abitur, dass wir sogar im Abitur noch sagen, okay, ihr müsst über 2 Jahre ein Projekt schaffen und ihr seid zu fünft oder zu dritt oder zu, ja, und ihr müsst über 2 Jahre irgendein Projekt aufbauen, das, was eben diese jungen, ja, sag ich mal, jungen Unternehmer machen müssen, die müssen sich zusammentun als Team, die müssen eben nicht lernen nach Schema F, sag ich mal, sondern wo sie ihren Standort aushandeln müssen. Ich finde, es ist auch tatsächlich so von meinem pädagogischen Empfinden her auch das, wo ich sagen würde, in die Richtung muss es allein auch schon deswegen gehen, weil die Schülerinnen und Schüler da ja sich ganz anders mit einbringen können, mit ihren Interessen, mit ihren Ideen, mit auch dem, was sie ja genau, wie du sagst, brauchen werden, auch der Fähigkeit, irgendwie Probleme anzugehen und auf diese erstmal zu stoßen und dann die zu überwinden, ja. Bist es du als Privatperson, die da spricht, wirst du solche Sachen auch mehr mit auf die Bühne bringen? Oder trennst du das so zwischen Kritiker und Comedian? Nö. Also das kommt so nach und nach jetzt für mich auch auf die Bühne. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Zeugnis geschrieben fürs Kultusministerium. Das war jetzt gerade bei den Halbjahresinformationen. Weil es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber jetzt vor, was sind jetzt 8 Wochen oder so, als die Halbjahresinfos, ne, die Halbjahreszeugnisse rausgingen. Mhm. Und da war ich hier so zu Hause und da ging es dann so, ja, die Kinder haben dann ihre Zeugnisse bekommen. Und da habe ich wirklich so überlegt, wer bewertet jetzt hier eigentlich wen? Also wer darf wen bewerten? Mhm. Natürlich, traditionsgemäß werden die Schülerinnen und Schüler benotet und bewertet. Aber nach dieser Zeit, nach dieser krassen, umwälzenden Pandemie-Geschichte, dachte ich, wieso dürfen wir denn jetzt hingehen und die Kinder nach den gleichen Prinzipien bewerten, wie schon seit eh und je? Ja. Ich meine, alles bricht zusammen und wir sagen so, du kriegst jetzt erstmal dein Zeugnis. Das ist für mich, das geht einfach mir nicht in den Kopf rein. Ja. Und da habe ich so kurz überlegt, wer bewertet denn, sind es jetzt die Lehrer, die Schüler bewerten oder sollten nicht eher die Lehrer die Eltern bewerten, weil die haben ja den Unterricht gemacht? Oder sollten die Schülerinnen und Schüler die Lehrer bewerten, ja, ob ihrer digitalen Kenntnisse, ja, also wer bewertet, wer darf jetzt in so einer Krise hingehen und sagen, so jetzt wird erstmal, wer hat diese Autoritätsfunktion, ja, wer nimmt sich das Recht raus, das jetzt sagen zu dürfen, also unter idealen Bedingungen, wenn man sagt, wenn die Spielregeln klar sind, dann kannst du natürlich bewerten, du kannst natürlich sagen, okay, ich bereite dich jetzt 3 Wochen auf diesen Vokabeltest vor, so, und wenn du es dann immer noch nicht hast, so, sorry, nee, 6, ja, unter idealen Bedingungen ist das eine abgesprochene Sache, aber unter Pandemiebedingungen, wo alles drunter und drüber geht, wo auch gar kein Unterricht mehr möglich war und trotzdem gehen die Ministerien hin und sagen, wir müssen bewerten, denke ich so, hä, wieso das denn? Ja, und dann habe ich mal so quasi ein Zeugnis ans Kultusministerium oder ich habe das Kultusministerium ein Zeugnis ausgestellt und doch, sowas mache ich, das veröffentliche ich dann so auf meinem Instagram-Kanal oder so oder auf YouTube und das wird nach und nach immer mehr ins Programm einfließen, definitiv. Das ist ja auch, also mein erstes Programm World of Lehrkraft, da war, ich sag mal, da war die Welt ja noch in Ordnung, ja, so ein bisschen, oder rückblickend würde man sagen, ja. So, hä, vor Corona, da haben wir Witze gemacht, natürlich über Kevin und Justin und aber auch über, ja, aber irgendwie war das noch eine geschlossene Welt und jetzt sind wir durch so eine traumatische Zeit gegangen,
dass ich da auch ganz anders jetzt irgendwie so auf das Programm schaue und dass ich versuche, die ein oder anderen Gedankenanstoß zu geben in Richtung, wie kann Schule in Zukunft aussehen und was sollten wir vielleicht dann doch mal überdenken. Ja, absolut. Und das, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, da in die Richtung noch mehr mitzubekommen, weil du da ja auch, du hast ja den Lehrkräften jetzt schon in irgendeiner Form eine Stimme gegeben und sie irgendwie schon dargestellt. Und ja, ich freue mich da auch zu hören, noch mehr von dir in diese Richtung auch zu hören und zu gucken, was du da in Zukunft noch so rausbringst. Ja, danke. Ich will es natürlich, sicherlich, das versuche ich es auch auf unterhaltsame Weise. Ich mache keinen Klar. Vortrag bei meinen Veranstaltungen, aber durchaus auch sehr nachdenklich so, ne? In welche Richtung geht es? Ich habe jetzt viel auch mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, auch über Zoom-Konferenzen. Und ja, jetzt ging es ja dann immer um diese Aufholstrategie. Ja, was müssen wir jetzt den Kindern beibringen? Und was müssen wir jetzt, also dieses Nachholen und dieses Aufholen und so. Und auch da glaube ich, dass man so einen etwas komischen Bildungsbegriff hat. Man kann Lernen nicht nachholen so leicht. Ja, man kann es nicht, als wäre es quasi eine quantifizierbare Menge von Zeug. So, ja, dann machen wir das morgen und dann das übermorgen. Das ist noch dieser Lernbegriff, der so quantifizierbar ist. Es sind halt entwicklungspsychologische Prozesse, das Lernen. Und das kann man nicht in Zeiteinheiten einteilen und sagen, das holen wir dann nach und jetzt müssen wir uns aber beeilen. So. Also das ist schwierig, das so zu vermitteln. Ne? Es ist, dieser Bildungsbegriff, der entzieht sich meiner Ansicht nach dieser Quantifizierbarkeit. Ja. Wir müssen jetzt auch den Schülern irgendwie vertrauen, dass die ganz andere Sachen gelernt haben in den letzten Monaten. Die haben jetzt gelernt, selbstständig zu sein. Die haben gelernt, sich plötzlich einen Tagesablauf erstmal selber zu gestalten, mussten die ja machen. Ja, die mussten erstmal lernen, was es heißt, plötzlich diese Lehre zu haben. Ja, also Lehre wirklich mit Doppel-E, ne? Also dieses Keinunterricht. Und ja, die mussten erstmal lernen, wie es ist, wenn die Erwachsenen keinen Plan haben. Ja, wenn die da sind und sagen so, ups, plötzlich keine Planbarkeit mehr. Das haben alles die Schüler jetzt irgendwie so lernen müssen. Da erweitert sich eben dieser Lernbegriff, der ist nicht mehr in dem zu fassen, was, sage ich mal, der Erwartungshorizont uns vorgeschrieben hat, ja. Und ja. Damit ja auch, also das fand ich auch super schön, nochmal zu sagen, so oder so zu fokussieren, was ja gerade so im Fokus ist, sind ja wieder diese Defizite zu sagen, es gibt den Stoff nicht, die Schüler haben das nicht gemacht, die haben das nicht hinbekommen, das und das fehlt. Und dann jetzt zu sagen, ja, es gibt aber ganz viele Sachen, die sie eben auch gelernt haben, die sie haben lernen müssen. Und ich hatte auch da das Gefühl, dass da auch auf Schülerseite oftmals dann eine Enttäuschung da war, weil sie dabei auch gar nicht ausreichend unterstützt wurden. Weil halt immer so der Fokus auf diesen Lernstoff war und nicht gesagt wurde, wie können wir denn die Situation jetzt dazu nutzen? Wie können wir die Schülerinnen und Schüler genau dabei unterstützen, das hinzubekommen, was sie jetzt herausfordert, nämlich eben sich eine Struktur zu machen, einen Plan zu machen, eigenständig zu lernen und so. Definitiv. Und natürlich ist erstmal so ich glaube, da ist auch den Lehrerinnen und Lehrern überhaupt kein Vorwurf zu machen, aber dieser Reflex, der erste Reflex ist immer da, erstmal wieder den Stoff natürlich versuchen irgendwie nachzuholen und die eben damit wieder geprüft wird und damit das Kind am Ende eine Note hat und so. Ne? Ich muss Noten machen, heißt es dann immer so. Auf welchen Grundlagen soll meine Noten basieren und so. Ja, aber ist in einer globalen Krise, in einer Epochenwende, ist das eventuell erstmal nicht so wichtig. Sondern es ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass man da versteht, was geht gerade da bei den Kindern vor. Also was haben die da gerade für grundsätzlich andere Erfahrungen? Was haben die in dieser Zeit gelernt? Und da baut sich dann auch wieder. Also ich hatte jetzt, als ich da ein paar Gespräche hatte, auch wieder durchaus viel Hoffnung. Also die hatten ganz selbstbewusst erzählt von ihrer, welche Wege sie gefunden haben, zu lernen und welche, ja, die haben ganz neue Formen der Selbstständigkeit an sich selber entdeckt und haben gemerkt, wenn ich so lerne, dann geht das viel leichter, als wenn ich so mache und ich kann höchstens 2 Stunden Videokonferenz, danach muss ich spazieren gehen. Also eine Selbstreflexion, eine Selbstwirksamkeit, was funktioniert bei mir, wie kann ich auch diese Krise überwinden? Was ist essentiell wichtig? Ich brauche soziale Kontakte, klar, ich muss mal in die frische Luft gehen, natürlich, ne? Ganz intensive Form der Selbstreflexion. Da müssten wir, glaube ich, die Schüler auch nach wie vor intensiv begleiten drin.
Ja, super schön. Also vielen Dank auch nochmal für diese kritische Perspektive, die uns natürlich in diesem Podcast auch immer sehr wichtig ist. Ich mag noch ein Thema mit anbringen, das Ja. mir noch auf dem Herzen liegt, weil das in der Seminarausbildung häufiger mal Thema war. Und an dieser Ja. Stelle liebe Grüße an alle Leidensgenossinnen und Leidensgenossen, die im Ref stecken und von ihren Seminarlehrerinnen und Seminarlehrern immer mal wieder hören, so als Lehrer wichtig für den Unterricht ist Humor. Und auch mein Seminar betont es da irgendwie schwer mit, weil wir uns so gefragt haben, Ja. naja, also ist es irgendwie lernbar, Humor? Weil es ist natürlich auch ein großes Problem. Ich kann ja auch das Gefühl haben, ich bin ein super witziger Lehrer und das kommt bei den Schülerinnen und Schülern überhaupt nicht an. Vielleicht liegt es an dem intellektuellen Niveau, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach nicht witzig bin. Und dann eben wieder die Frage, ist es lernbar, wie so das Verhältnis auch so von Humor als Lehrkraft und Humor, ja, auf dieser Bühne Klassenzimmer? Also ich sehe es da so ein bisschen so wie du. Ich glaube nicht, dass das Humor lernbar ist. Für mich ist, ich glaube, der Schlüssel so für diesen Humoraspekt ist, dass man eben nicht sich in dieser Lehrerrolle so eine Fassade aufbaut und sich da, sondern dass man die auch mal, dass man auch mal zulässt, dass diese Fassade mal bricht. Also sich selber mit Humor nimmt. Das ist irgendwie so der Schlüssel zum Humor. Ne? Das gemeinsame Lachen ist eigentlich so mit das Schönste. Das kann an jeder Kleinigkeit sich entfachen. Ja, wenn also meistens irgendwas passiert im Klassenzimmer, es kann ein Geräusch sein, es kann ein Zu-spät-Kommer sein, es kann ein Reinrufer sein, eine komische Antwort. Und wenn man dann gemeinsam das Witzige daran feiert, so wirklich als alle, also Lehrer und Schüler, und sich dann nicht irgendwie da drüber oder da drunter stellt oder das bewertet oder so, sondern sich eigentlich mit den Schülern freut in dem Moment. Humor verbindet halt die Menschen. Das ist selbst nonverbal, durch irgendeine Geste, was weiß ich, man steht sich im Weg und man lächelt kurz oder irgendwas passiert. Und mit diesem Humor ist sozusagen, ah, der denkt und empfindet so wie ich. Ja, und man lacht über irgendeine Situation. Man weiß nicht, der hat diese Situation genauso analysiert wie ich. Wir haben die gleichen Werte. Wir haben eine Situation ähnlich als lustig analysiert, wir lachen beide und dann entsteht diese magische Verbindung von Menschen, ja, wenn man sofort merkt, ah, der ist ja genau wie ich, der erlebt das ja genauso. Weil das Witzige an Lachen ist ja, es ist ja ein Reflex, das heißt, man kann nicht anders. Ne? Und dadurch ist man ja, und wenn man merkt, dass andere Menschen eben auch an irgendeinem Punkt nicht anders können als zu lachen, wenn sie sich quasi dem Reflex hingeben, dann merkt man, das ist auch nur ein Mensch so da vorne, der ist zwar ein krasser Typ so, ein krasser Lehrer, aber wenn etwas wirklich witzig ist, dann bricht die Fassade. Und das Schöne bei Humor ist, es ist eben nicht steuerbar und das erkennen die Schüler, ja, dass das eben ein Reflex ist. Und ich glaube, da wollen sie den Lehrer auch mal drin sehen. Die wollen sehen, kann der lachen, kann der mal abweichen von seiner klaren Rolle so, kann der mal einem Reflex folgen. Ist auch nur ein Mensch. Ja, aber Humor als dieses verbindende Element, das ist eben, ich glaube nicht, dass es lernbar ist. Ich glaube, was lernbar ist, ist nur was lernbar ist, ist die Selbstreflexion über das Rollenempfinden, ja. Dass man damit, glaube ich, entspannt umgeht und sagt, meine Rolle ist nicht gefährdet, wenn ich jetzt mit den Kids gelacht habe. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und ich kann am nächsten Tag meine Klarheit und meine Lehrerrolle wunderbar wieder etablieren. Hast du noch eine Geschichte, die du mit uns teilen magst, ein Erlebnis aus dem Klassenzimmer, das besonders fröhlich oder lustig war, das du vielleicht noch nicht in einem Programm verwurschtelt hast? Wie so eine Geschichte, die ich allen Junglehrerinnen und Junglehrern einfach nur mal raten kann, beim Elternsprechtag, wenn der Elternsprechtag naht und so die Listen schon hängen und die Kinder dich vielleicht noch nicht so richtig kennen als Lehrer und du die Kinder auch nicht, ja, und die Kinder denken so, ah, was ist das für ein Lehrer, der macht Sachen anders, mal gucken, wie der die Sachen anpackt. Und vielleicht bist du auch neu für die. Und ich bin immerhin, ich habe das über Jahre gemacht, wirklich. Und da ist mir, ich bin einfach hingegangen und gesagt: So, Kinder, bald ist es wieder soweit. Elternsprechtag. Die Listen hängen schon. Wer von euch möchte denn meine Eltern sprechen? Und dann keine Miene verziehen, einfach voll ernst gucken. Ja. Und dann so die Reaktion bei fünf, dann fangen die so an, sich selber anzugucken, weil sie denken so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Ich weiß nicht, ich kenne ihn ja nicht. Wir wissen ja, der Herr Schröder heißt der. Keine Ahnung, ich glaube, der ist behindert. Keine Ahnung. Und dann, weil sie, irgendwann meldet sich dann irgendein Schüler und sagt, ja, Herr Schröder, also ich könnte es mir vorstellen. Ja. Und dann, okay, gut, dann tragt ihr euch da in die Liste ein.
Und ich habe das einfach immer so durchgezogen. Ich habe das wirklich, manchmal habe ich so Listen rausgehängt, wo dann steht, Herr Schröder, Frau Schröder, weißt du, so meine könnt ihr euch eintragen bei meinen Eltern. Elternschule, so Elternsprechtag, ja klar. Wir machen das hier so an unserer Schule. Wird jetzt neu eingeführt, ganz neu eingeführt. Und dann sogar noch weitergehen und dann noch weitergehen und sagen, aber wenn ihr meinen Vater spricht, bitte erzählt ihm nichts von meinem schlechten Unterricht. Ja, bitte, bitte. Das wäre so schön, wenn der denkt, dass mit meinem Lehrerberuf alles okay ist. Wir haben so Angst um meine berufliche Zukunft. Seid einfach echt, sagt einfach, ihr feiert mich total. Könnt ihr das bitte machen? Könnt ihr sagen, dass ihr mich feiert? Wir müssen das gesamte Ding komplett umdrehen. So. Könnt ihr mir sagen, dass ihr mir eine gute Note gibt? Bitte. Das ist überhaupt das, also ich finde es immer schön, wenn man die Rollendinger umdreht, ne, komplett. Also mal eine Benotung mal umdrehen. Ja. Das meinst du, wie die Kids das feiern, ja, wenn man denen sagt, jetzt gib mir mal für den Unterricht mal eine Note, so, ne? Mhm. Was die dann für kreative Sachen machen, ne? Wenn sie jetzt ein Zeugnis schreiben müssen, könnt ihr immer mal für die letzte Unterrichtsstunde ein Zeugnis schreiben. Dann kommen, glaube ich, die witzigsten Sachen zustande, so. Ja. Nee, das ist, ich habe das tatsächlich auch schon ein bisschen etabliert mit den Noten geben, das kommt ganz gut an und ich habe auch das Gefühl, dass sie tatsächlich, also je älter die werden, dann da auch richtig gute Ideen haben, tatsächlich auch was am eigenen Unterricht irgendwie anders sein kann. Das ist echt großartig, da auch drauf zu bauen. Ja. Absolut. Ich habe das, glaube ich, auch viel zu wenig gemacht, als ich Lehrer war, die im Grunde so irgendein Feedback einzufordern, was... Ja, es muss ja nicht so dieses klassische Feedback-Runde sein, so, aber irgendwie sag doch mal, wie wir das jetzt anders machen könnten. Wie können wir dann anders miteinander da? Definitiv, da sind die sofort dabei, die Kids, und haben einfach so eine unverkopfte Art, an so eine Sache ranzugehen. Ja, das ist ja auch das, was du vorhin schon gesagt hast. Und das finde ich auch einfach erfrischend, die Ehrlichkeit auch an Rückmeldung zu erfahren. Mir hat mal eine Sechsklässlerin an einem musischen Gymnasium gesagt, nachdem ich im Praktikum da war und mit denen auf Englisch gesungen habe, dass sie meinen Englischunterricht echt ganz gut fand. Singen könnte ich halt überhaupt nicht. Und damit hatte sie vollkommen recht. Und damit hatte sie vollkommen recht. Und es war einfach, es war erfrischend, dass sie da so ehrlich war. Ja, genau, diese Ehrlichkeit, das ist das, was wir uns ja da im Erwachsenenleben natürlich immer so ein bisschen abgewöhnen. Und klar, die haben das noch. Gibt es denn zum Ende unseres Gesprächs noch Dinge, die du auf jeden Fall noch ansprechen magst, die ich noch nicht gefragt habe? Wir kommen auf jeden Fall nochmal drauf, wie man dich erreichen kann und schließen das noch gut ab. Aber nochmal so thematisch, gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen magst? Ich denke, vielleicht hören Referendarinnen und Referendare zu, wahrscheinlich. Vielleicht nur abschließend, also ich hatte selber eine sehr schwere Zeit so im Ref, obwohl ich hervorragende Schulen hatte. Ich hatte ganz tolle Schulen. Was ich ganz schlimm fand, war diese Bewertungs- und Bewertungssituation, ne? Dieses Hintensitzen, sitzt immer einer. Ne? Ich dachte, hey, komm, wenn du jetzt nicht da wärst, dann würde ich hier voll die mega geile Stunde machen. Mhm. Aber da du da leider da sitzt, muss ich mich an diesen Unterrichtsentwurf halten. Also ich bin dann mit Bauchschmerzen und so bin ich da aufgewacht und ich habe das Erlebnis gehabt, dass ich erst, als ich richtig im Lehrerdienst dann drin war, also fest an der Schule, meine eigene Klasse hatte, mit denen ich meine eigenen Gesetze entwickle, ja, meine eigene Lernbeziehung aufbaue, dass mir das dann erst Spaß gemacht hat, so, ja, dass man im Ref mit diesen Unterrichtsentwürfen und mit dieser Planbarkeit von Unterricht, dass das nicht unbedingt das wahre Abbild ist des Lehrerberufes. Klar, es ist gut, wenn man weiß, was ein Einstieg ist und was eine Ergebnissicherung ist und so. Das ist sicherlich natürlich nicht verkehrt. Das hat mir auch geholfen. Mir hat auch das Feedback der Fachleiter geholfen, die mich da, aber so dann die eigene Lernbeziehung aufzubauen über Jahre hinweg dann, ne, oder über wirklich mit Klassen. Darin lag dann für mich das Schöne in dem Beruf. Ja, wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt meine eigene Klasse und wir machen das zusammen, wir rocken das so, ne, und alles, was man mit denen etabliert, also vor allem die Kommunikationskultur, die man mit denen etabliert, das liegt dann ganz bei mir, beziehungsweise bei uns dann in dem Fall, ne, und ist letztlich nur abhängig von der gemeinsamen Art, wie man da miteinander redet. Natürlich muss man ein paar klare Leitplanken so für sich haben, ne, also ich wollte auch nicht, dass mir die Schüler auf der Nase rumtanzen, überhaupt nicht. Aber das ist alles aushandelbar und verhandelbar. Ja, auch wenn man mal eine Stunde so völlig vergeigt hat. Also es ist nicht unbedingt aussagekräftig dafür, wie man den Lehrerberuf für sich gestalten kann später. Ja, ich hatte dann sehr, 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 sehr schöne, sehr, 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 sehr erfüllende Jahre dann danach. Und manchmal in Bereichen, die ich vorher gar nicht
erahnt habe, so sage ich mal. Ne? Dann kam dann eben diese Theaterarbeit auf mich zu und habe ich plötzlich so eine Nische für mich gefunden, ja, wo ich mit den Schülern dann ganz anders arbeiten konnte, also so eine projektorientierte Arbeit. Das ist, wenn man so eine AG anbietet, ja, egal was es für eine AG ist und dann diese ganze Bewertungssache nicht hat, sondern nur ein Ziel, nur ein Pädagog oder nur ein Projekt hat, wo man sagt, da wollen wir hin, da wollen wir ankommen. Das kann eine Sport-AG sein, das kann was. Bei uns war es die Theateraufführung. Einmal im Jahr, am Ende vom Schuljahr, wollten wir eine geile Theaterperformance machen. Ne? So, das war das Ziel. Und in diesem Moment, und das war das Erleichternde, in diesem Moment war mir Noten, woher welcher Schüler kommt, wie der Schüler heißt, wie der vorbewertet ist, war mir völlig wurscht, solange wir dieses Projekt geil durchziehen, ja, und da hinten ankommen. Und dieses Ding, dass das dann alles keine Rolle mehr spielte, ob das jetzt ein guter Schüler war oder ob der von mir aus auch unpünktlich war oder ob der seine Hausaufgaben nie gemacht hat, war mir in dem Moment eigentlich wurscht, solange er sich dem Projekt dann eben verschrieben hat. Und genau, und das hat mir geholfen, über diese Jahre, sag ich mal, so meine Lehrerrolle auch zu finden, eigentlich. Ne? Und war ich sehr froh, dass es dann nicht nur um die korrekte Ausfüllung von Notenlisten geht und so, klar, das ganze Verwaltungsmäßige, sondern dass es dann ganz klar um die Beziehungsebene geht. Ne? Wie fördern wir unsere Kids? Punkt. Darum geht's, ja. Und das können wir selber als Lehrer bestimmen, das will ich sagen. Wenn jetzt ein Referendar oder eine Referendarin da leidet unter irgendeinem Scheißunterrichtsbesuch, das kann dir dann niemand nehmen, wenn du dann selber Lehrer bist. Ja, die Beziehung, die du aufbaust, die folgt nach deinen Gesetzen. Und die nimmt einem keiner. Und deshalb ist der Beruf so cool. Schön. Also ein Appell zum Durchhalten an alle, die noch in Ausbildung sind. Ich glaube, das kann man gut definitiv auch fürs Praktikum übertragen und für alle, die studieren, wirklich. Ja. Sich nochmal zu, ja, auch immer wieder schön für mich zu hören und ich glaube auch für alle anderen da draußen so, es gibt ein Leben nach dem Referendariat und das ist dann definitiv, ja. ein schönes, ja. Super. Jetzt wollen wir noch kurz drüber sprechen, wie man dich erreichen und zu dir finden kann. Also es gibt eine Internetseite, herrschröder.de auf jeden Fall. Finde ich dich denn auch für alle, die modern unterwegs sind, in sozialen Netzwerken? Also ich glaube, am meisten pflege ich gerade meinen Instagram-Kanal. Okay. Und wie findet man dich da? Also entweder über herrschröder.de und dann diesem Link da oben, diesem Button folgen oder über herrschröder-korrekturensohn oder über meine Webseite halt über den Button. Genau, auf Instagram mache ich halt meine Reels oder meine kleinen Videos. Da rede ich dann auch über Benotung, über dieses Beamtending und so weiter. Immer mal wieder auch ein paar Stories. Sowas halt, ne? Und auch dann vor allem, wenn es dann wieder losgeht, die Termine von Instagrammatik. Das ist ja mein gegenwärtiges Programm. Instagrammatik ist auch gerade als Buch fertig geworden, noch nicht veröffentlicht, aber das wird jetzt in den Sommerferien veröffentlicht, Instagrammatik. Und ich denke, dass es auch in den Sommerferien oder danach dann auch mit den Bühnenprogrammen wieder weitergeht. Und die Termine für Instagrammatik findet man dann natürlich auch auf der Website und weiß dann wieder, wann es losgeht, wo man dich dann live sehen kann. Im Moment ist es, glaube ich, noch, ja, quasi noch zu früh, glaube ich, zu schauen, aber so langsam jetzt im Sommer, wir können nur hoffen, dass dann auch wieder die Verlässlichkeit da ist. Und, ja. Genau, bis dahin auf jeden Fall mal ein Buch kaufen. Instagrammatik als Buch und das liebe ich sehr. Das ist im Grunde jetzt ein Jahr lang Corona-Arbeit an Digitalisierung und dann, genau. Magst du da, weil wir entsteigen ja eh mal mit einem Buchtipp aus, magst du da vielleicht noch kurz was zu sagen zu Instagrammatik? Worum geht es, hast du gesagt? Genau, Instagrammatik, das streamende Klassenzimmer. Mhm. Es geht im Grunde um das, nicht nur um dieses eine Jahr, es ist im Grunde die Fortsetzung von World of Lehrkraft, aber eben mit einer neuen Schulleiterin, die alles digital umkrempelt, also der absolute Digitalwahn dort herrscht und ein etwas widerspenstiges Cholerikum, das nicht alles unbedingt sofort umsetzen kann. Ich sag mal so, G8 trifft auf 5G. Was passiert in diesem Spannungsfeld von digitaler Zukunft und von der ein oder anderen Beharrungstendenz der Lehrer, aber auch der Gesellschaft als solcher? Wie geschieht dieser Paradigmenwechsel, den wir durchlaufen, der, glaube ich, so ein Paradigmenwechsel ist, wie damals der Buchdruck ein Paradigmenwechsel war, der Paradigmenwechsel zur Digitalität,
was macht der mit uns als Menschen? Also was macht das mit den Schülern vor allem? Es ist letztlich verpackt alles in eine Geschichte. Ne? Es sind natürlich viele fiktionale Elemente drin, aber dann immer wieder durchs ganze Buch durch viele nachdenkliche oder sag ich mal so theoretische Passagen auch, die diesen Zeitenwandel versuchen abzubilden. Sehr schön. Also Instagrammatik von dir, von Herrn Schröder, gibt es dann wahrscheinlich nach den Sommerferien zu kaufen. Genau, im August, ja. Im August zu kaufen. Im Ullstein Verlag und super. Genau. Und bis dahin erreicht man dich über deine Website und über Instagram. Instagram. Und wer mir auf Instagram folgt, der wird sowieso regelmäßig voll gespammt mit den Buchankündigungen. Und perfekt, dann kann man nichts mehr verpassen. Genau, jetzt auch mit der Vereinsgründung. Und das ist sozusagen so mal der News-Kanal, der am meisten gerade gepflegt wird. Perfekt. Herr Schröder, danke dir für die Zeit, für danke die dir, Gerrit. Einblicke und dass du da warst bei Bildungsblick. Vielen, vielen Dank dir, lieber Gerrit. Und ein Gruß geht raus an alle Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr eventuell sogar bis jetzt durchgehalten habt. Das ist fast eine Doppelstunde gewesen. Doppelstunde, querbeet. Und vielen, vielen Dank, Gerrit, für deine Zeit. Sehr, sehr gern. Mach's gut. Und alles mach's Gute. Gut. Ich hoffe, es geht bald weiter auf der Bühne. Genau, mach's gut. Haltet Ausschau nach dem neuen Buch von Herrn Schröder, Instagrammatik, wie gesagt, ab August in den Buchhandlungen zu finden. Den Link zur Website findet ihr nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann über die aktuellen Termine informieren, die der Herr Schröder so hat. Vielleicht wollt ihr ihn mal live sehen. Wir machen eine kleine Sommerpause mit Bildungsblick und sind jetzt erstmal 5 Wochen offline. Ihr hört uns dann am 6.9. wieder in der letzten Ferienwoche. Wir wünschen euch eine wundervolle Ferienzeit. Ihr habt es euch bestimmt verdient, gut mitgearbeitet, auch durch diese ganzen Podcast-Folgen durchgearbeitet. Vielleicht nutzt ihr die Ferien auch nochmal, um die ein oder andere Folge nachzuhören. Ihr könnt gerne mit uns in Kontakt treten, natürlich wie immer mit Kritik, Wünschen, Feedback und so weiter. Sehr, sehr gerne. An dieser Stelle noch ein herzliches Willkommen an Nina Pitz, die das erste Mal in der Redaktion für Bildungsblick heute dabei war. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Wir hören uns in der letzten Ferienwoche am 6.9. Bis dahin, macht's gut, schöne Ferien.